Da oben die sollte Käferstark sein, gucken wir mal. Geht sogar, jetzt muss ich noch ein bisschen öfters treffen und dann können wir das so machen. Ja, das ist auch in Ordnung. Ich habe ja auch Donner. Vielleicht treffe ich sogar mal. Hey. Ja, Geist und Käfer ist so neumodisch. Ich speichere mal zwischen. Das ist wahrscheinlich eine dumme Idee, aber. Wie das zuerst dran auf. Dazu gab es doch nicht schon in der zweiten Edition. Ja, so jetzt mal. Kam mir so bekannt vor, deswegen habe ich schon gedacht. Das muss. Habe ich schon gespielt. In der. Was war das? Silber und Gold Edition? Natürlich ist das sehr effektiv, aber wollte es auch nicht sehr effektiv sein. Das ist keine Ahnung. Soll einfach mal ruhig definieren, wenn du keine Ahnung hast. Neumodisch ist es erst, nachdem ich es nicht mehr gespielt habe. Und da ich jetzt weiter gespielt habe, ist die zweite nicht neumodisch. Kannst du das hier jetzt mal bitte töten? Hört man das? Ich weiß es nicht. Ach halt, Moment, er darf ja ein neues Pokémon auswählen. Das war auch sein letztes, oder? Oh, es ist Bisafur. Schick mir mal alle DLCs von EU4, die ich noch nicht habe, dann gebe ich dir recht. Vorher nicht. Ja, easy. Das war doch mehr Glück als Verstand. So, bleiben noch zwei Kämpfe. Thank you.
Oh Gott, was haben wir denn da? Feuer, Wasser, Elektro, Feuer. Also wir wollen schon irgendwas mit Wasser mitnehmen, ich sehe schon. Dann wird auch was mit Elektro und bei MMOGA kosten gar nicht so viel, habe ich gesehen. Irgendwie 5 Euro das Stück. Ja, so höchstens 20, 30 Euro. Ja, das wäre scheiße hier. Wer mir Geld gibt, hat recht. Was ist nicht vergiftet? Ach komm. Verarschen hier doch schon wieder. Das ist der Mist. Habt ihr das falsche Pokémon mitgenommen? Muss ja auch mal wieder spielen. Muss auch mal weiterspielen. Mit Pokémon Randomizer. Das nächste Randomizer und los geht's. Mit noch mehr Pokémon, noch mehr zufällig hier, gell? Töte mich und iss mich ganz auf oder so. Ich weiß nicht. Ich habe kein Stein-Pokémon. Auch wenn das sehr effektiv ist, aber okay. Code 2. KOH2. Okay, das H steht für Hentai, aber wofür steht der Rest? So, oder 2. Was ist das denn? Ich konnte mit irgendwelchen Spielen, die ich nicht kenne. Von denen ich noch nie was gehört habe. Wow, ich gerade zum ersten Mal diesen Namen. Was sind das? 2 Trommeln? Kurz was prüfen hier war. Ich habe hier 4 schöne Typen. War Kampf nicht stark gegen den Mann? Ach komm, Junge, bis du das gelesen hast, diesen unnötigen Scheiß. Ich lass mir einfach das sagen, was ich wissen will. Vielleicht zuerst? Nee, komm erst mal 2 Stunden irgendwelcher Müll. Nein, wir spielen hier Pokémon, nicht Pobacken. Der Delfino ist auch komplett durch, mal wieder. Gut, dass man die Verwirrung so sehr merkt. Ah.
Schon ein Stadium. Da fielen halt auch so seine Komplexe nur. Ah, ich hätte Lust auf leckere Spaghetti. Aber wo kriegst du jetzt noch Spaghetti her? Tot. Okay. Das Spiel verarscht mich, aber okay, vergiss das. Kein Problem, ich habe hier Donald Blitz. Vielleicht, vielleicht nicht, aber. Ein paar Hologramm. Ah, es ist polarisiert, perfekt. Genau, was der Arzt empfohlen hat. Gar kein Bubel. Electek. Könnte das einschläfern, das wäre toll. Ich darf nicht mal zuerst dran sein. Na scheiße, jetzt habe ich nichts dagegen, ne? Blitzer hilft da nicht. Scheiße. Bin schneller. Wenigstens etwas. Versuch. Okay. Was auch immer. Wir schläfern es einfach ein und fressen seinen Traum. Es ist normal. Es kann ja was antun, weil es nicht nur normale Attacken hat. Flug-Pokémon benutzen. Da hat Erdbeben keine Wirkung. Ach komm! Erdbeben ist immer sehr effektiv, habe ich das Gefühl. Was hältst du überhaupt von einem Weihnachtsstream?
Wenn ich wegen Corona schon nochmal in Kassel bleibe, kann ich auch Weihnachten streamen lassen. Ah, ich sollte die erste Runde was anderes benutzen als Fliegen, scheiße. Macht Bodycheck so viel Schaden? Ja, auch nichts. Das war jetzt um die 50. Das ist, aber ich kann. Warum nicht? Dann antworte halt nicht. Delfin hört irgendwas, was er will. Sehr asozial, der Mensch. Ist das Ding nicht verwirrt? Nein, offensichtlich nicht. Habe ich jetzt gerade? Ja, habe ich. Warum? Warum denn nicht? Jetzt ist es verwirrt. Weihnachtsstream. Ich werde wegen Corona wohl noch mal hier bleiben. An Weihnachten. Das letzte Mal, hoffe ich. Ach komm. Nachdem ich jetzt zweimal Corona schon hatte, habe ich keinen Bock, mich in so einen Zug zu quetschen mit ganz vielen Leuten und dann heimzufahren an Weihnachten. Auch wenn ich gerne meine Familie wieder sehen würde. Also, was du von dem Weihnachtsstream hältst, hast du nicht als Frage angesehen, ich verstehe. Ja, muss man ja auch nicht. Nee, wenn ich sage, also was hältst du von X, das ist ganz normale Aussage, ist keine Frage, also ich antworte da auch im Menü. Was hältst du von einem Weihnachtsstream? Das ist eine Aussage, ja. Es ist, hier ist keine Frage involviert, das ist völlig richtig. Ich hoffe, Corona ist bald vorbei. Also wirklich. Aber halt. Du hörst mir auch einfach nicht zu, Delfinio. Ach komm. Wobei an Weihnachten, wer guckt schon an Weihnachten Streams? Komm schon, das ist immer alles sehr effektiv, was die auffahren. Will durchspielen. Ich fürchte, das dauert auch unmöglich zu lange. Also, dass man das an einem Abendtag durchspielen kann. So, jetzt müsste ich mal noch einschläfern. Oder ich benutze Donnerblitz, weil keine Ahnung warum.